Olaf Scholz ist von der SPD als Kanzlerkandidat offiziell jedenfalls noch nicht aufgestellt worden. Und einer der Kritiker ist Markus Schreiber, der ist jetzt zugeschaltet für die SPD-Mitglied in der Hamburger Bürgerschaft. Ich grüße. Hallo, Herr Schreiber. Ja, guten Tag, Herr Thyssen. Ja, warum halten denn Sie Olaf Scholz auch nicht für den richtigen als SPD-Kanzlerkandidat für anstehende Neuwahlen? Ich glaube, die Sache ist gar nicht so kompliziert. Wenn schon seit Monaten die Bevölkerung mit großer Mehrheit Boris Pistorius für den beliebtesten und besten Politiker in Deutschland hält, ist es eigentlich von außen betrachtet doch merkwürdig, dass man das nicht nutzt. Deswegen ist das unser Appell sozusagen, nehmt doch das wahr, was die Leute sagen, und nehmt den, der am meisten Chancen hat, wie es eben in Ihrem Beitrag auch schon gesagt worden ist. Das ist eigentlich eine große Logik, die geht aber nur, wenn Olaf Scholz das auch so sähe und sagt, okay, ich schlage jetzt Boris Pistorius vor und bitte ihn, den Job zu übernehmen. Ja, und Boris Pistorius müsste auch einverstanden sein. Bisher hat er sich noch nicht dazu geäußert, ob er überhaupt bereit wäre. Das ist natürlich ein kleines Problemchen für Sie, oder? Das stimmt. Aber ich würde denken, wenn Olaf Scholz ihn fragt und bittet, dass er sich dann dem nicht verschließen kann. Das ist eine Hoffnung. Und in Wahrheit muss man doch denjenigen nehmen, der am meisten Chancen hat, um die SPD so weit nach vorn zu bringen, wie es irgendwie geht. Das finde ich auch keine Hexerei, sondern ist eigentlich hat eine hohe Logik. Und absolut, aber bei diesen Chancen berufen Sie sich ja auf Umfragen, die es gibt. Gibt es auch inhaltliche Punkte, in denen Sie mit Olaf Scholz besonders unzufrieden sind? Nein, wir kennen ja Olaf Scholz aus Hamburg und Hamburg hat da einen tollen Job gemacht. Insofern will ich ihn gar nicht schlecht machen oder sowas, sondern halte ihn für einen guten Politiker. Aber ich glaube, dass er bestimmte Fehler gemacht hat, vor allem auch kommunikativ, und die jetzt nicht mehr auszuradieren sind. Und man erreicht die Bevölkerung nicht mehr. Und das sehe ich bei Boris Pistorius eben anders. Der kann die Bevölkerung erreichen und kann insofern, glaube ich, für uns ein besseres Ergebnis erzielen. Und wie auch schon im Beitrag gesagt, das haben wir ja noch gar keinen aufgestellt. Das werden die Gremien erst machen. Und der Impuls, den wir gegeben haben, war eigentlich, denkt doch nochmal drüber nach, ob es nicht am klügsten wäre, den beliebtesten mit den meisten Chancen aufzustellen. Und das ist, glaube ich, eigentlich von der Logik her sehr klug. Und in der Demokratie wird eben auch der Kandidat gewählt von der Partei. Was sagen Sie denn aber jetzt, Sie schreiben ja auch in Ihrem Post, da sei Vertrauen zerstört worden. Was sagen Sie denn zur Art und Weise, wie Olaf Scholz die Koalition beendet hat und wie er jetzt auch um einen Termin, naja, nicht ganz deutlich wird, wann er denn die Vertrauensfrage stellen möchte? Ja, ich bin schon froh darüber, dass er jetzt gesagt hat, er ist da auch beweglich und lässt sich auch nach einem Gespräch zwischen Herrn Mützenich und Herrn Merz davon leiten, was die vereinbaren. Das ist, glaube ich, klug, wenn die größere Oppositionspartei und die größere Regierungspartei sich einigen auf einen Termin. Und da hoffe ich sehr, dass wir den schnellstmöglich machbaren Termin bekommen. Natürlich muss da machbar sein, weil auch Zettel gedruckt werden müssen, Kandidaten aufgestellt werden müssen. Es muss eine Briefwahl stattfinden vor dem eigentlichen Wahltermin. Das muss ja alles terminiert werden. Aber wenn das möglich ist, schon im Februar, dann halte ich das für eine gute Idee, das dann auch im Februar schon zu machen. Also natürlich muss die Verwaltung Zeit haben, genau das auch sauber für die Demokratie vorzubereiten. Eine Schlussfrage habe ich noch. Genau. Was erwarten Sie denn inhaltlich Besseres von Boris Pistorius? Also wirklich auch inhaltlich, eben außer, dass er bessere Umfragewerte hat als Olaf Scholz. Was erwarten Sie von Pistorius? Ja, ich glaube, dass er seinen jetzigen Job als Verteidigungsminister sehr gut gemacht hat und auch sehr gut erklärt hat und ein Macher ist, da Dinge gemacht hat und angestoßen hat, die ja auch in der Bevölkerung Rückhalt gefunden haben, dass er die gut erklären konnte. Und insofern hat er, glaube ich, auch recht, wenn er sagt, wir müssen verteidigungsfähig und kriegstüchtig werden. Und da setzt er seinen gesamten Elan im Augenblick rein. Und das finde ich richtig. Und wenn wir ihn aufstellen würden, müsste man ihn da auch unterstützen in dieser Frage. Und da müsste die SPD dann sagen, das sehen wir auch so. Sonst macht es keinen Sinn. Denkanstöße für die SPD von Markus Schreiber. Er ist Mitglied in der Hamburger Bürgerschaft für die SPD. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch. Wiedersehen, gerne.